Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satisfactory. In der letzten Folge haben wir unser Ölkraftwerk ausgebaut, das wir nun auf erstaunliche 2775 Megawatt kommen. Und sind jetzt zurückgekehrt, um uns ein wenig um Pixmas zu kümmern. Türchen Nummer 10 hatten wir ja bereits geöffnet hier unten. Aber für mich ist immer noch der 10. Hier können wir noch einmal nachladen. Munition könnten wir eigentlich auch mal wieder gebrauchen, ein bisschen. Einfach so, ja, immer drei Stapel habe. Aber bevor ich hier weitermache, hier kommt das und das rein. Das hier. Elektroschnecken habe ich nicht. Die wären hier drüben. 51 Energiefragmente haben wir. Dann mal mehr Rezepte im Kodex. Gibt doch nur die drei. Außer es gibt später noch mehr von denen. Ja, wir wollen hiervon noch ein bisschen was machen. Aber war jetzt gerade sehr Zuckerstangenbäscher. Das klingt doch interessant. Das heißt, wir brauchen zwei Xenosepper. Und dann brauchen wir noch 25 Zuckerstangen. Machen wir einen Konstruktor aus Geschenken. Stück brauchen wir. Das heißt, wir brauchen 75 hiervon. Das dauert jetzt 2 Minuten. Aber ich würde jetzt gerne Geschenke sammeln. Doch bevor wir das tun, würde ich gerne den Explorer bauen. 5 Quarzoszillatoren und 5 schwere modulare Rahmen. Hierfür brauche ich nur 36 Quarzkristalle jeweils. Von denen haben wir ja einige rumstehen. Und ich laufe gerade bewusst das Band ab und drücke andauernd E, um hier von welcher aufzusammeln. Weil ich das weiß, dass wir hier hinten noch welche von diesen Pfeilern haben. Und ich das gleich miteinander verbinden möchte. Genau die hier. Und hier hinten gab es noch einen. So einen großen Keiler. Ah, da. Thank you.
Das ist lustig, wenn die Animation unterbrochen wird, wenn man was aufhebt. Aber gut. Die Keiler sind besiegt. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang des Let's Plays gesagt habe, wir werden Förderbänder vernünftig setzen, dass sie nicht irgendwo durchglitschen. Wie naiv wir doch waren. So, kriege ich die 300 hin, bevor mir mein Zeigefinger abbricht? So, 300 Stück. Du bist fertig. Die 25 haben wir. Dann kann ich mir schon mal den Explorer bauen. Ah, ne. Nicht den Explorer, den Zuckerstong in Becher. Den ich bauen darf, wenn mein Inventar voll ist. Größer als gedacht. 20 Ticks. Schauen wir doch mal, wie der aussieht. Eine gleiche Animation. Okay, das ist lustig. Jetzt muss die Statue kaputt gehen und dann stehe ich da wie so ein Idiot. Irgendwie will ich damit jetzt was verprügeln, aber ich lass es. Wir wollen uns ja den Explorer holen. Zum Glück nicht den Internet Explorer. Schwere Rahmen fehlt Stahlbeton. 5 Stück pro. Wir brauchen 5 von denen, also 25 davon. Ich kann mit 12 machen. Danach gehen uns die Stahlträger aus. Also müssen wir Stahlträger holen gehen. Obwohl, die zwei Viecher könnte ich eigentlich verprügeln. Vielleicht finden wir aber auch hier hinten wen. Der es wert ist, den Zuckerstangen-Basher abzubekommen. Wäre zumindest cool. Ah, Inventar voll. Komm, hier haben wir doch irgendwo irgendwen. Willst du mir jetzt sagen, dass die Viecher, die die Kohle hier hinten verteidigt haben, nicht respawned sind? Ich erschlage ich nicht. Hier ist noch Sam-Erz. Ding.
Ja. Komm her. Merry Christmas, Motherfucker. Merry Christmas, you filthy animal. Ist schon hin. Nadina Space for Violette Elektroschnecke. Ach ja, unser zweites Elektrokraftwerk mit auf. Kohleenergiebasis. Und unsere Produktion für Kupferplatten, also Kupferblech, und da hinten das für die versteckten Eisenplatten. Nee, ist auch mal so, wie es sich gehört. Und wir haben jetzt endlich wen mit der Zuckerstange verprügelt. So wie es sein soll. Aber ich bleib lieber bei meinem Gewehr. Es ist stärker. So, Stahlbeton. Bis wir die 25 Stück haben. Halt, wie man ihn nennt. Ja, wir brauchen aber 5. Was fehlt mir? Schrauben. Jetzt dürften wir 5 Stück können. Ja. Aber jetzt haben wir nicht genug Platz im Inventar. Und hier haben wir auch den Kugelstapel. Wahrscheinlich brauchen wir die 10 Fixmas-Dekorationen hier. Dann. Also hier brauchen wir ja den Kugelhaufen, dann brauchen wir hier wahrscheinlich die Dekoration und hier für den Stern. Das werden wir dann sehen. Jetzt haben wir das und jetzt brauchen wir bloß noch die Quarzoszillatoren. Dafür brauchen wir den hier das Pulver. Also was ist das Pulver? Quarzkristall. Jetzt mal hier warten, bis da 5 Stück steht. Und das wird ein bisschen dauern. Aber was tut man nicht alles? Wir wollen ja schließlich vorankommen. Und da wartet man auch mal kurz die Zeit ein wenig ab. Aber wir haben es ja jetzt sofort geschafft.
Na, welches wird's letzter? Ja, vielleicht? Nein, aber der hier. Auch nicht. Vielleicht dieser Durchgang. Nein. Jetzt. Jetzt können wir uns die hier zusammen klüppeln. Jetzt können wir uns den Explorer bauen. Hübsches kleines Gefährt. Ah, Treibstoff. Ja. Hier wird Kohle. Bisschen Platz hat er ja. So, Kamera wechseln. C geht nicht. Ah, feste und normale. Scheinwerfer ist B. Aber auch nur die unten. Aufnahmemodus. Und der müsste sich ja hier auf beliebigem Gelände fahren wie so ein Brett. Ey, ey, ey. Aber mit dem kommt man natürlich wesentlich besser voran. So, die Frage, wo sind die ganzen Geschenke, die ich mit dem jetzt sammeln wollte? Also der ist auf jeden Fall cool. Werde ich auch da behalten, aber wirklich brauchbar ist er meiner Meinung nach jetzt nicht. Da renne ich lieber so durch die Gegend. Wo war die Röhre? Hey. Mal ein bisschen oben nachschauen. Sag mal. Jetzt stehen hier oben ein paar Geschenke rum. Nee, hier nicht. Ja, auch nicht. Sind jetzt zu viele Geschenke schon hier hinten runtergekommen oder was? Hey, da ist wieder eins. Sag mal, was machen unsere Nachbarn hier gerade? Hier wummern Türen, dass ich die Erschütterung in meinem Gesäß spüre.
Da stehen noch welche. Also irgendwas wird dort in der Wohnung ordentlich rumbewegt. Ist doch garantiert noch Überreste von so einem Miner, oder? Ne, zwei Eisenplatten. Auch okay. Habe ich genug dabei, um zu sagen. Boden ist zu steil, ja, ist mir egal. Na, habe ich nicht. Leiter mit der Null. Baue ich mir mal noch einen Miner. Auch zwei. Und dann können wir das Ding nämlich hier hinten anschließen. Müsste eigentlich mal schauen, das kann ich auch mal kurz auf dem Handy machen. Ja, awesome thing. Printing, ich würde aber gerne die Values sehen. Okay. Also, wo ist hier Eisenerz? Petroleumkoks ist wertvoller als Polymerharz. Okay. Die ganzen Fixit-Sachen sind auch nur einen Punkt wert. Interessant, aber zum Beispiel Eisenbarren ist 2 Punkte wert. Kupfererz ist 3 Punkte wert. So, du baust mir 60 ab.
Bauen wir das einfach hier kurz um. Fundament ist zu steil. Und schon läuft das hier. So, sind in der Zeit neue Geschenke gespawnt? Ja. Wisst doch gerne, wie die Hochgeschwindigkeitsmunition funktioniert. Ist das die Feuerrate, die dann hochgeht? Ist es die Geschossgeschwindigkeit, die hochgeht? Würde ich auch gerne wissen. Aber dafür müssten wir es im MAM erforschen. Wie teuer ist denn das? Das ist doch hier bei Schwefel? Ja. Dafür brauche ich diese Gehäuse hier. Oder das Aluminiumbarren gegossen, ja, das haben wir noch nicht. Aber hier könnte ich die Nobelisken erforschen. Oh, 50 Platinen. Wie günstig. Stimmt, das brauchen wir ja auch noch. Wo habe ich hier günstig Eisenbarren liegen? Hier in den einzelnen Schmelzen. Wo sonst? Kein Strom, das lässt sich ändern. Und schon produziert ihr mit die Dinger. Das Problem ist, die Folge ist schon wieder vorbei. Was ich wie immer etwas doof finde. Wie sieht's hier aus? Naja, zwei Computer immerhin. Ist ja schon mal was. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das auch. Halt, das ist nicht der Müll. Mal, ihr solltet vielleicht erst das Säckchen rausholen. Dann das hier. Das ist der, so was hier reinkommt.
Und alles nochmal neu aufbauen. Du hattest die Keilo-Überreste. Und du hattest die Scherbenbrüter. Jetzt kann es hier rein. Hier muss ich den mal reinlegen, den ich nicht mehr haben möchte. So, aber jetzt, Folge ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss.